Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gerne zu dem Interview bereit und danke auch, dass ich kurz meine Gruppe vorstellen kann. Also mein Name ist Andreas Holzinger und ich stelle ganz kurz die Holzinger Gruppe vor. Die sehen wir hier auf dem Bild im Hintergrund und ich erkläre ganz kurz, was wir machen. Also wir haben einige Projekte und wir arbeiten an einem zentralen Thema, nämlich Algorithmenentwicklung, Machine Learning. Machine Learning ist ein sehr praktisches Gebiet. Und dazu muss man natürlich Data Science betreiben und das Bild, das ich hier zeige, ist ganz interessant deswegen, weil es auch unser Logo darstellt. Also wir sehen hier auf der einen Seite diesen Graphen und das sind sozusagen die Daten hier und auf der anderen Seite sehen wir den Menschen und der Mensch, der kann nur in gewissen Dimensionen eben R1, R2 wahrnehmen und das heißt, wir haben auch einen Gutteil unserer Arbeit damit zu verbringen, um etwas darzustellen, was der Mensch wieder sehen kann. Und algorithmisch arbeiten wir eben mit Graphen und also das sind Strukturen eben, zum Beispiel topologische Strukturen, Strukturen und ganz wichtig ist auch die Zeit und die Zeit widerspiegelt sich zum Beispiel in der Entropie. Und unser Anwendungsgebiet ist Health oder Health Informatics, Medizininformatik und wenn man sich mit Health oder Health Informatics beschäftigt, dann braucht man etwas noch dazu, nämlich einen weiteren Bereich, nämlich Privacy, Data Protection, Safety und Security. Und da arbeiten wir speziell mit Privacy Aware Machine Learning, wo wir schon einen schönen Track Record haben, wo wir eben auch Projekte haben. Und das stellt sozusagen jetzt diese Interactive Knowledge Discovery Pipeline dar und damit beschäftigen wir uns. Und noch einmal unser Logo eingeblendet hier in etwas detaillierterer Form. Die Cognitive Science, also ich habe einen PhD in Cognitive Science und ich bin in meiner Doktorarbeit eben mit Problemlösen beschäftigt und damit eben mit menschlicher Intelligenz und die Cognitive Science beschäftigt sich mit menschlicher Intelligenz und die Computer Science beschäftigt sich mit Computational Intelligence und ich bin habilitiert wieder in angewandter Informatik, also verbinde diese beiden Welten und Human-Computer Interaction kann so als eine Brücke gesehen werden und jetzt kommt die Vervollständigung unseres zweiten Namens, eben HCI-KTD, Human-Computer Interaction und Knowledge Discovery from Data. Und das ist sozusagen unser Arbeitsbereich. Ja, die provokante These, solve intelligence and then solve everything else. Wenn ich diese These verbreiten würde, würden mir meine Studierenden nicht glauben. Deswegen ist es von Demis Hassabis, das ist der CEO von Google DeepMind. Ja, im Machine Learning Gebiet gibt es zwei große Bereiche, kann man sagen. Dominiert wird Automatic Machine Learning und auch ich träume davon, von Automatic Programming zum Beispiel oder von Automatic Algorithm Design. Und es ist sozusagen der Holy Grail, alles zu automatisieren, press the button and wait. Und wir beschäftigen uns ja insbesondere, das ist jetzt mein Baby, Interactive Machine Learning with the Human in the Loop. Das heißt, wir versuchen, das, was der Mensch besser kann, einzubinden, die Blackbox zu öffnen und den Menschen durch eine Glassbox sozusagen interaktiv mit dem Algorithmus zu manipulieren, weil Menschen sind in vieler Hinsicht sehr viel besser bei manchen Problemstellungen, als es Algorithmen sein können. Das ist die eine Seite, ist nämlich Automatic Machine Learning bedarf vieler Daten, das heißt Big Data, ist ja gut für Machine Learning, wenn man viele Daten haben, aber manchmal, zum Beispiel in der Medizin, hat man wenige Daten, komplexe Daten oder zum Beispiel Rare Examples, also Rare Events. Und dann habe ich nicht die Möglichkeit, von Big Data zu profitieren, wo eben automatisch Machine Learning Algorithmen profitieren würden. Und das Hauptproblem sind dann eben über eine Gruppe von NP-harten Problemen, wo eben die Zeit eine große Rolle spielt. Und wir als Menschen, wir haben ja 3 bis 5 Millionen Jahre an Entwicklung hinter uns, aber wir können in der Medizin, wenn wir ein Problem lösen, nicht so lange warten. Das heißt, wir müssen, da zitiere ich Gerd Gigerenzer vom Max-Planck-Institut in Berlin, der eben eine Studie gemacht hat und gefragt hat, was ist so die durchschnittliche Zeit, die ein Arzt braucht, um eine Entscheidung zu generieren. Und das sind diese berühmten 5 Minuten. Und 5 Minuten heißt, dass meine Algorithmen nicht länger
laufen dürfen. Und vorige Woche erst hat mir, ich war auf einer Konferenz und ein Doktorand hat mir verzweifelt angerufen, unsere neuen Algorithmen laufen tagelang und brechen nicht ab. Das sieht man eben, dass wir noch viel arbeiten müssen, um in diese 5 Minuten zu kommen. Und der Mensch kann aber helfen, weil der Mensch hat eben gewisse Dinge, die man sofort sehen und die man eben lösen können, auch komplexe Probleme. Und da gibt es eben das Sprichwort, how do the human know so much from so little? Ja, also der kann mit wenigen Daten umgehen. Ja, also die Gesellschaft wird durch Machine Learning natürlich jeden Tag beeinflusst. Heute zum Beispiel selbstfahrende Fahrzeuge oder Recommender Systems, wenn wir irgendwas im Internet bestellen. Das heißt, wir sind umgeben von Machine Learning Algorithmen, aber es wird noch einige Zeit brauchen. Also wir brauchen noch nicht Angst haben, dass zum Beispiel irgendein autonomer Roboter kommt und uns in der Nacht überfällt und so weiter. Also das ist momentan noch sehr Science Fiction, davor braucht man keine Angst haben, noch, ja. Also das ist noch weit in der Ferne. Momentan haben wir nämlich noch sehr viele ungelöste Probleme und sehr einfache Probleme, die wir noch nicht im Begriff haben und daran müssen wir arbeiten. Also die Vorteile, glaube ich, brauchen wir als Computerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht aufzählen. Wir sind Nerds und Freaks und so weiter. Also wir sind begeistert von dem, was wir machen. Die Nachteile natürlich sind vielfältig. Und da war unlängst ein Interview auch mit Barack Obama im Zuge eines Gesprächs und zum Beispiel den Jobmarket, also die Arbeitsplatzvernichtung durch Machine Learning. Und er hat eben gemeint auch, dass man neu umgehen wird müssen mit diesen Problemstellungen. Das heißt, vielleicht könnte da gerade Interactive Machine Learning, Human in the Loop, wieder ganz eine neue Qualität erfahren, wo man dann eben nicht vollständig auf Menschen verzichtet, so wie auch beim autonomen Fahren, dass man eben sagt, es ist eine Art Fahrassistenzunterstützung oder zum Beispiel, dass Menschen eben qualitativ hochwertigere Arbeiten vollziehen und eben die Schimpansenarbeit eben von Computern erledigen lassen. Auf alle Fälle wird man das ganz, ganz stark in Betracht ziehen müssen. Das heißt, ethische Probleme und auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, soziale Implikationen. Das heißt, das muss ihm noch viel stärker in den Vordergrund rücken. Und natürlich, und mit dem beschäftigen wir uns ja auch schon, mit Privacy, Data Protection, Safety und Security. Wobei man auch hier immer zwei Seiten betrachten muss. Zum Beispiel, was eine wunderbare Entwicklung ist, ist Open Data. Das heißt, mit Open Data, die ich zur Verfügung stelle, der internationalen Forschergemeinde, kann ich ja gerade zum Beispiel, wenn wir an die Krebsforschung denken, viel, viel Gutes bewirken, wenn ich zum Beispiel Research replizieren lassen kann. Wenn ich sage, okay, das sind meine Daten, schaut ihr, findet ihr was da drinnen oder versucht ihr das noch einmal zu replizieren, ob ihr auf dieselben Ergebnisse kommt. Das ist ja eigentlich der große Anspruch der Wissenschaft, dass etwas replizierbar sein muss. Und da denke ich, hat es auch sehr, sehr viele Vorteile, aber das involviert jetzt natürlich das sorgfältige Abwägen, Privacy, Data Protection, Safety und Security. Das ist ganz wichtig. Ja, also was ich mir wünsche, also beispielsweise gerade im Cancer Research, also wir haben Familienmitglieder verloren durch Krebs und viele Freunde verloren durch Krebs und da wünsche ich mir eben, dass Machine Learning, unser Fach, eben auch einen Beitrag bringt, um Fortschritte zu erzielen, um hier ein bisschen einen Beitrag zu leisten, um das zu erforschen und vielleicht auch bessere Therapien zu finden. Das heißt, da sollte man alles tun, was möglich ist. Und die Nachteile natürlich sind auch vielfältig natürlich und da müssen wir auch sehr sorgfältig abwägen. Und da fällt mir zum Beispiel jetzt das Singularitätsprinzip ein, dass es zu einer ähnlich wie die Cambrian Explosion in der Vergangenheit, in der Erdgeschichte, zu einer Intelligence Explosion kommen könnte und dass wir eben dann bedroht werden von Intelligenz, ist natürlich sicherlich ein Thema, muss man wieder darauf hinweisen, aber ich
vermute mal, dass wir momentan mit kleineren Problemen noch so lange beschäftigt sind, dass das noch einige Zeit dauern wird. Aber das muss natürlich diskutiert werden in Zukunft und es liegt auch in der Verantwortung von Informatikerinnen und von Informatikern, also von Ihnen, dass Sie das aufgreifen und dass Sie immer wieder ethische Aspekte, soziale Aspekte und Auswirkungen auf die Gesellschaft, Auswirkungen auf das, nicht nur auf das einzelne Individuum, sondern auch auf das Kollektiv. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer wieder diesen Blick hat und das eben wirklich ganzheitlich und vollständig erfasst und auch ernst nimmt und betrachtet.